Mann, gut, dass ich Sie erwische. Erinnern Sie sich an den Bombenanschlag? Versuchen Sie etwa witzig zu sein? Nein, was rede ich denn da? Natürlich tun Sie das. Ich bin total außer Form. Ich bin den ganzen Weg gelaufen und... Kommen Sie zum Punkt. Okay, Sie kennen die manipulierten Aufnahmen vom Bahnhof? Die verzerrten Bilder, die uns auf die Ark hingewiesen haben? Was ist damit? Es gibt eine Frau, die im Rusika-Bahnhof arbeitet. Sie hat versucht, Interpol zu kontaktieren. Sie weiß angeblich was über die Überwachungsaufnahmen und will deshalb jemanden treffen. Davon hätten wir vermutlich früher erfahren sollen. Was sagt Miller dazu? Miller sagt überhaupt nichts, weil ich nicht mit ihm gesprochen habe. Noch nicht. Informieren wir die Bosse neuerdings nicht mehr, Cheng? Nicht, wenn sie uns auch etwas verheimlichen. Diese Frau klang sehr nervös. Wenn sie weiß, wer der Attentäter war... Jensen, ich habe das Gefühl, Sie sollten mit ihr reden, bevor es jemand anderes tut. Wo ist sie? Sie wartet in der Seitengasse der Sturstraße. Ihr Name ist Pavla Kalmanovic. Okay, mal sehen, was sie weiß. Verzweifelte Maßnahmen. Pavla Kalmanovic? Oh. Ich dachte, ich kann anfangen. Sakra, Sie sind augmentiert. Ja, ich Sakra. Dachte nicht, Sie schicken... Ja, ja, das bin ich. Sie sind bei Interpol, ja? Ja. Im Moment schon. Sie haben Informationen über den Anschlag auf dem Bahnhof? Ja, nein, vielleicht. Ich arbeite im Rusika-Bahnhof, in Überwachungsraum. Ich war nicht da, wenn Bomben explodieren. Meine Schicht noch nicht angefangen. Aber ich bin unterwegs. Und wenn ich Explosionen höre, ich muss hin und sehen, ob meine Kollegen... Da war so viel Zerstörung. Okay, jetzt kann ich aber die Gelegenheit nutzen. Und hallo und herzlich willkommen zu Jensen Stories. Das ist hier so ein kleines Beigabeteilchen bei Deus Ex Mankind Divided mit dem alten. Und natürlich mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Oh, ja. Ja, ich habe heute Videos bearbeitet. Das war alles ein bisschen anstrengend. So, und ich habe ja gesagt, die Story ist ja vorbei. Wie wir wissen, ist Miller tot. Das muss irgendwo dazwischen also hier spielen. Ich habe ja gesagt, ich spiele das noch. Mal gucken, wie lange das dauert. Ich weiß es nicht. Kommen Sie zum Punkt, worum geht es? Und weiter? Ich weiß, ich war da. Lassen Sie sich Zeit. Ich werde mal mitfühlend sein. Ich weiß, ich war da. Lassen Sie sich Zeit. Es ist schrecklich. Alles Chaos. Wenn der Mann von Tarvos angekommen, ich konnte kaum denken. Tarvos? Das private Sicherheitsunternehmen? Er sagt, er gehört zur Ermittlung und ich glaube ihm. Ich gebe ihm Code für Intellicam-Serverraum. Ich weiß, vielleicht nicht richtig, aber er sieht aus wie Polizei. Ich denke, er irgendwie die Daten manipuliert. Wie hat er ausgesehen? Kennen Sie seinen Namen? Es war richtig, sich bei uns zu melden, aber ich will noch mehr über den Ablauf wissen. Wie viel Zeit verging nach der Explosion, bis der Tarvos-Mann aufgetaucht war? Also das auf keinen Fall, aber... Ich will das wissen. Es war richtig, sich bei uns zu melden. Aber ich will noch mehr über den Ablauf wissen. Wie viel Zeit verging nach den Explosionen, bis der Tarvos-Mann aufgetaucht ist? Männer. Es waren 3. Aha. Aber nur einer geht ins Serverraum. Ich weiß nicht genau Zeit. Mal fühlt sich an wie Stunden, mal wie Minuten. Krankenwagen schon da. Polizei noch nicht angefangen mit Kommandieren von Leuten. Hat sonst noch jemand die Männer gesehen? Nein, niemand sonst gesehen, ich glaube. Ich meine, nein. Nein, ich schwöre. Nur ich sie gesehen. Ich... Ganz ruhig. Wir führen hier nur ein ganz normales Gespräch. Und falls Sie jemanden decken wollen, kann ich Ihnen helfen. Aber nur, wenn Sie mir alles sagen. Ich decke niemanden. Aber ich dachte, vielleicht kann ich Ihnen helfen. Na? Wer? Tarvos-Mann gibt mir Credit Chip, wenn ich sehe echte Polizei kommen und weiß, er gelogen, wer er ist. Er sagt, sind genügend Credits für Hilfe für viele Bombenopfer. Viele Kollegen. Ich habe genommen. Bestechung? Ja, aber meine Kollegen wollen keine Hilfe.
Sagen, ich soll Interpol anrufen. Sie verhaften mich jetzt? Ich bin bei Interpol, nicht bei der Polizei. Und ich hoffe, Ihnen fällt noch mehr ein, wenn ich Sie gehen lasse. Wirklich? Sie lassen mich gehen? Oh, danke, danke. Aber Sie müssen Interpol anrufen, wenn Ihnen noch etwas einfällt. Verlangen Sie Agent Chang. Der, mit dem ich schon geredet. Ja, mache ich. Danke, danke. Chang, ich habe mit Pavla Kalmanovic gesprochen. Offenbar hatte jemand von Tavos vor der Polizei Zugriff auf die Intellicam-Server von Rosika. Tavos? Die haben das Material manipuliert? Warum? Warum sollten sie das tun? Ich meine, ich kann ja nicht einfach Mr. Tavos anrufen und fragen. Überlassen Sie das Fragen mir. Die haben auch ein Büro in Prag, richtig? Ja, beim Hauptbahnhof. Sie müssen die U-Bahn nehmen. Ich sag Ihnen, wenn ich was weiß. Moment, Jensen. Der Hauptbahnhof ist abgeriegelt. Wir wissen noch nicht warum, aber ich zaubere mal ein bisschen. Okay, Sie haben Zugang zu einem Zug. Jetzt müssen Sie problemlos hinkommen. Okay. Oh nö! Jetzt nicht eine minutenlange Ladesequenz hier. Bitte. Ein leerer Zug diesmal? Da liegt noch Brot. Hast du Hunger, Jensen? Dann ess es. Ja, Tavos waren ja die Jungs, die dann im Prinzip auch die Veranstaltung absichern sollten, aber es dann nicht getan haben, weil sie alle umgebracht wurden. Hey, wie sind Sie denn durch die Sperre gekommen? Hier dürfen keine Züge halten. Interpol, ich muss mit jemandem aus dem Tavos-Büro sprechen. Es tut mir leid, aber wir haben eine Bombendrohung. Mein Lieutenant hat den strikten Befehl erteilt, niemanden durchzulassen. Sie müssen zurückgehen oder abwarten. Ich muss auf meinem Posten bleiben. Gute Arbeit mit dem Zug, Cheng. Aber wir haben noch ein Problem. Der Grund der Abriegelung war eine Bombendrohung. Ich komme bei Tavos erst rein, wenn die vom Tisch ist. Es gibt noch einen Weg. Ich war schon mal in dem Büro. Sie bauen gerade einen Zugangsbereich mit Verbindung zum Bahnhof. Aber wenn Sie den benutzen... Breche ich ins Büro eines Sicherheitsunternehmens ein. Ob Sie mir dafür danken, dass ich Ihre Sicherheitslücken aufdecke? Wahrscheinlich nicht. Erst recht nicht, wenn Sie Ihre Verbindung zur ARC vertuschen wollen. Ich melde mich, wenn ich Ihre Kommandozentrale erreiche. Jensen out. Ich habe ja kaum Waffen. Oh, alles wieder auf Null. Geil. Null. Geil. Ja, das ist natürlich nicht so schön. Da habe ich echt gedacht, das bleibt. Also wir brauchen das Fernhacken. Was war das? Roboter und Geschütze. Warte mal, ich gucke erst mal. Dann hätte ich gern Glasschildtarnung. Ist auch nicht schlecht. Wo waren das mit dem Hüpfen? Hier, ne? Wie viel habe ich überhaupt? 11. Ah, alles klar. So. Das habe ich kaum benutzt. Damit ich Gas... Ich weiß ja nicht, ob das auf uns zukommt. Jetzt haben wir noch 7. Was ist das? Ich muss das machen. Ich bin im Hacken wirklich schlecht. Da gibt's nichts zu diskutieren. Was war das hier? Das hatten wir nicht. Was war das hier? Das hatten wir... Warte mal. Markierziele. 2 Praxis. Das hatten wir auf jeden Fall auch. Ist ja alles auch wieder auf Urzustand. Das ist natürlich gemein. Ich hoffe, ich habe auch nicht gespeichert, ne? Konzentriere mich mal auf Hacken. Ich habe jetzt noch 2 Punkte.
Das ist das Schild. Das hatten wir auch, ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt sinnvoll ist. Ich habe das DLC natürlich noch nicht gespielt. So. Huch! Solltest du gar nicht. Da kommen wir nicht durch, Adam. So. Služební hlášení. Metro bylo z bezpečnostních důvodů uzavřeno. Postupujte prosím podle evakuace. Wieder nicht gespeichert. Müsste aber gehen. Tun mir nichts, okay? Oh. Ein Multitool, das ist schön. Ach, ich habe diesen Dingsmodus und schwere Sachen heben kann ich auch nicht. Na gut. Aber wir kommen hier oben. Oh. Lang, wollte ich sagen. Mir ist aber gerade eingefallen, man könnte ja nochmal. Da ist noch was, seht ihr? Da ist was! Ich komme hier nicht rum. Ich will da hin! Ich will da hin! Ah, hier. Oh, ich war doch da! Jetzt. Oh, Gott sei Dank. So, jetzt schön aufpassen. Ich habe diesen Sichtmodus nicht. Das ist natürlich schlecht. Hm. Wo ist Longworth? Oben im Wachhaus. Täuscht immer noch Beschäftigung vor. Ist eine Absperrung direkt vor unserer Tür überhaupt eine Mission? Ich weiß nicht. Sollen wir auf Cassie Cram wechseln, für den Fall, dass sie uns aufnehmen? Wir sollten besser den Mund halten, bis der LT durchgibt, dass alles in Ordnung ist. Oh, was haben wir denn an Ausrüstung hier? Eine Schalldämpferpistole, eine Elektroschockpistole? Ach, da kann ich die Elektroschockmunition verwenden. Aha. Der geht auch weg. Das ist natürlich jetzt dumm. Da habe ich nicht dran gedacht. Ach so, ich sollte mir vielleicht das mal hier in Slots reinlegen. Das machen wir bei 5 rein. Das machen wir bei 6 rein. 7. 8. Und das Multitool bei 0. Da ist die 0. Ich habe die 1, ne? Okay. Ach so. So, ist der andere weg? Ach, der ist da hinten. Služební hlášení. Metro bylo z bezpečnostních důvodů uzavřeno. Postupujte prosím. Bleibt der dahin? Evakuačních pokynů staniční obsluhy či důstojníků Tarvosu. Za komplikace se hluboce omlouváme. Scheiße. Ging nicht so, wie ich wollte. Achtung, der Bahnhof wird aus Sicherheitsgründen abgeriegelt. Befolgen Sie bitte die Evakuierungsanweisungen des Personals und der Tavos-Offiziere. Oh, da sind noch interessante Sachen. Ich könnte ja an den beiden vorbeischleichen. Speicher mal. Wenn der losgeht. Koffer? Služební hlášení. Metro bylo z bezpečnostních důvodů uzavřeno. Postupujte. Jetzt kümmern wir uns mal um den Jungen da. Pokynů staniční obsluhy či důstojníků Tarvosu. Za komplikace se hluboce omlouváme. Oh.
Achtung! Der Bahnhof wird aus Sicherheitsgründen abgeriegelt. Befolgen Sie bitte die Evakuierung. Okay. Haben wir hier noch irgendwas? Was ist das hier? Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten. Aktualisierter Dienstplan. Aha. Keine Codenummern. Das wäre für mich interessant gewesen. Ein PDA. Vielleicht ist da was drin mit Code. Dringend. Aha, Schnellzugangstür für die U-Bahn auf 1029 geändert. Gut. Wir haben einen Code. Feuerlöscher. So, gut. Služební hlášení. Metro bylo z bezpečnostních důvodů uzavřeno. Postupujte prosím podle evakuačních pokynů staniční obsluhy. Mě ist hier nicht, ne? Za komplikace se hluboce omlouváme. Scheiße. Ich war wieder zu todesmutig. Achtung, der Bahnhof wird aus Sicherheitsgründen. Geh wieder weg. Du siehst nichts. Geh! Gott sei Dank. Huch. 1029. Abriegelung. Wurden alle Treffen mit externen Partnern abgesagt. Eine Handsäge? Bestätige. Das Geschütz im Wartungsgang ist einsatzbereit. Ist ja doch einer, nicht nur ein Helm. Da ist eine Kamera. Und die Abriegelung ist nur wieder eine Ausrede. Stimmt's? Wartet mal, B. Glasschildtarnung, das ist das Einzige, was ich habe. Und was ist mit dem Befehl, den Aufzug zu überwachen, ohne dass der Mann da oben Codekarten freigibt, damit wir das Mistding noch benutzen können? Verhält sich so ein ordentlicher LT? Der Aufzug ist für Führungskräfte. Und das bist du nicht. Außerdem ist der LT ganz okay. Wenn's eng wird, habe ich lieber einen im Rücken, der Entscheidungen trifft, als so einen Wichser aus dem höheren Management. Ich werde jedenfalls dafür sorgen, dass meine Männer mich respektieren, wenn ich mal Lieutenant werde. Tatsächlich. Du, ein Lieutenant. Was ist dahinter? Eine Tür oder so, ne? Okay, Frischling. Dann leg los mit deiner Karriere. Kümmere dich um deine Patrouille. Na los doch. Gehen die beide? Gehen beide, okay. Hier. Da konnte ich mir jetzt keine blöde Kamera. Vergessen, Männer. Wir haben kaum Leute. Der LT will volle Konzentration während der Abriegelung. Gründliche Patrouille. Warum kann ich die nicht? Hab ich doch geskillt, ne? Hier kann ich mich nicht verstecken. Hier ist auch nichts, ne? Kann ich hier irgendwo hoch? Da. Scheiße, ich werd gesehen.